Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu SimCity 4. Und genau, wir waren hier beim letzten Mal in unserer Hauptstadt weiter unterwegs, haben diesen ganzen Bereich hier neu aufgebaut. Auch hier dieses Drachengebäude und den Küstenbereich. Und genau, jetzt geht's einfach weiter, indem wir neue Wohngebiete nach wie vor aufbauen. Und dann würde ich vorschlagen, ja, machen wir das direkt. Ganz genau. Einfach eine Einbahnstraße hierhin würde ich vorschlagen. Ja. Einmal eine Einbahnstraße. Und oder machen wir lieber hier in der Einbahnstraße, damit ich meine, in der Mitte einen Wald machen. Ja, das ist eine bessere Idee. Weil wir ja noch Einwohner brauchen. Ne? Und Einwohner für die okay. Einwohner für unsere Hauptstadt. Genau. Und weil wir noch zu viele Jobs haben hier, deshalb. Aber das kriegen wir hin, ihr seht es ja, ne? Also es wächst ordentlich. Gut, wir brauchen noch ein Schulsystem für die neuen Zugezogenen hier unten. Das heißt, wir machen hier einmal eine Schule hin. Zack. Und einmal eine große weiterführende. Passt genau hier rein, Mensch. Ist das gut, ey. Ist das gut. Machen wir hier nochmal schön schöne Grünflächen hin. Mit einem kleinen Stadtwald. Da ist das herrlich. Herrlich, wie das alles so ineinander greift im Moment. Ja, ich bin wieder in der zweiten Folge der Aufnahmesession, ne? Und deswegen bin ich auch so ein bisschen im Tunnel, was das angeht, aber. Wie gesagt, also es läuft ja auch im Moment so gut. Also von daher passt das schon. Machen wir hier einfach ein paar Wohngebiete hin nochmal. Zwar direkt am Autobahnkreuz. Ist nicht so gut, ich weiß, aber so. Aber ich denke, die Leute werden hier trotzdem hinkommen, wenn wir denen eine vernünftige Verkehrsanbindung bieten. Und vor allem Grünflächen, ne? Das ist ja auch so ein Thema mit den Grünflächen hier. Ja, da kommt erstmal ärmere Bevölkerung. Meine ich das nur oder macht meine Katze Geräusche? Wartet mal gerade. Ein Moment. Ja, das war die Katze. Jetzt ist sie nämlich neben mir hier auf dem Boden. So, genau. Ja, das Spiel hat schon ein bisschen Probleme mit dem Laden hier. Aber gut, ist jetzt nicht weiter schlimm. So, U-Bahn-Anschluss unbedingt. Weil, dann haben sie jetzt hier auch ihre Verkehrsanbindung, genau. Wird das schon genutzt? Ja, tatsächlich. Schau dich das an. Das wird schon genutzt hier. So, machen wir euch nochmal einen schönen Stadtwald, damit ihr auch ja zufrieden seid hier mit der Umwelt. So, so muss das sein, Freunde. Ach, sehr schön. Ah, freu ich mich, dass das so gut läuft hier. Ah, sehr cool. So, aber wir bauen hier schon ziemlich weit runter, merke ich gerade. es ist halt. Ja. Wir sollten, denke ich mal, erstmal hier weitermachen. Wir bauen hier schon ziemlich weit runter. Alles klar, ja, das wird alles nach und nach erschlossen, ganz klar. Okay. Es funktioniert auch alles, wie ihr seht. Also keine verlassenen Gebäude, doch hier eins. Eins, okay. Und hier oben, ja, gut. Aber der Rest funktioniert. Und das ist wirklich. Das werde ich auch mal abspeichern, dass das so gut läuft. Wir sind bei 50 Millionen Budget angekommen. Bei der Hälfte von deiner Herausforderung, ne, Elite? Aber wie gesagt, dafür bin ich nicht ganz genug. Das werde ich nicht machen. Weil das traue ich mir nicht. So. Gut, dann weitere Wohngebiete, ne? Ja,
Genau. Ja, mit einem Monorail hier rein. Wir haben jetzt hier unten auch unser Monorail-Kreuz. Sehr cool. Diese Boogie hier. Dicke, dicke, dicke. Ein bisschen Hip-Hop-mäßig. Ach, verdammt. Warum ist das denn manchmal so kompliziert hier mit der Monorail, Mensch? Ja, machen wir später. Ist ja noch nicht so dringend. Ah, wir müssen erstmal alles hier verbinden. Ne? Das ist... Infrastrukturarbeit ist immer schwierig. So, dann machen wir das mal so. Können wir eins hier sogar abreißen, genau. Dann machen wir hier wieder eine Überführung. Warum? Ach so, wir müssen... Okay, ich verstehe. Wir müssen es so machen. Ey, mach weg. Na komm, was denn jetzt? Hallo? Ach, ist jetzt nicht wahr. Machst du das mal bitte? Autobahn? Was ist mit dir? Warum funktioniert das nicht? Wartet mal. Ist das vielleicht ebenerdig und dann... Ah... Nein, oder? Ist auch nicht, dass das nicht geht. Okay. Ah, dann machen wir hier jetzt mal. Das muss doch funktionieren. Ebenerdig. Ebenerdig. Ja, es geht doch. Das irgendwie nicht, aber es ist komisch. Ist auch egal. So, ebenerdig. Ah, so. Okay. So geht's, Freunde. So geht's. Gut, dann haben wir das auch. Beide Güte. So, genau, dann machen wir mal hier oben ein neues Wohngebiet. Schön mit Einbahnstraßen hier. Schön verbinden. Ja, das ist wieder... Wartet mal. Nee, nee. Wenn wir die Einbahnstraße hier nochmal ein bisschen länger machen, dann können wir auch... Ja. Naja, wobei, wartet mal. Wir haben jetzt... 4, 5. Können wir doch 3x3 Gebäude zwischen machen, ne? Das ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Dann machen wir das mal. Wartet mal. Dann machen wir mal hier. 3x3 und 3x3. Und hier unten halt... 4x4 Gebäude. So, da kommen sie auch schon. Es ist so krass. Da kommen sie auch schon. Gut. Dann haben wir hier einmal die... Ah, ja doch, ist okay. U-Bahn-Station. Hier vorsichtig die Parks reinmachen. So. Und da ihr alle so nah an der Autobahn wohnt, werde ich einfach bei euch ein paar Parks hinmachen. Und einmal eine Monorail-Station komplett für euch hier. So. Und da sehen wir es auch schon, ne? Da kommen die Gebäude wieder aus dem Boden gesprossen. Das ist wirklich unglaublich. So. Das freut mich, dass das so gut läuft hier. Ist echt gut. So, verbinden wir noch die U-Bahn damit. Ja, genau, mit dem städtischen Netz. Wobei, die werden ja noch von den Einrichtungen hier abgedeckt, ne? Schule und so. Ja, genau, hier unten sind Einrichtungen. Und das sollte noch passen, so gerade. Gut, dann würde ich jetzt aber gerne mal gucken, wie sieht das Verhältnis aus zu den Jobs? Haben wir wieder immer noch zu viele, oder was? Nähert sich an. Okay. Dann würde ich mal vorschlagen, dass wir hier nach wie vor. Was heißt nach wie vor? Dass wir hier neue Gewerbeflächen mal aufgeben. Oh. Ah ja, okay. Da ist die Nachfrage wieder nach reichen Büros. Okay.
Das Ding ist halt, wie kommen wir jetzt hier hin? Das ist jetzt wegen der Autobahn so kacke, ne? Wartet mal, wie kommen wir jetzt mit einer Straßenverbindung hier hin? Ja, die könnten halt hier unten herfahren, aber das ist ein bisschen weit. Oder hier einfach. Oder hier so hin. Genau. Genau, da können wir hinmachen. Dann können wir hier unten auch sogar sagen, 3x3er Wohngebäude. Und Bus und U-Bahn. Genau. So. Busse und eine U-Bahn. Damit wir da auch eine schöne Schnellverbindung an die Arbeitsplätze haben. So. Ja, die sind noch arbeitslos. Ich weiß, wir geben euch ja gleich noch ein paar Jobs. So, genau. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, mach mal hier nochmal einen kleinen Stadtwald rein. So. Gut, die Bushaltestelle, ja, könnte eigentlich theoretisch da oben hin, aber... machen wir erstmal. Ne, das ist jetzt eine 3x3, ne? Wir wollen ja 4x4 haben. Genau. So, machen wir es mal so. Dann hier unten 4x4 Wohnungen. Einen kleinen Stadtwald einfach rein. So. Ja, und dann freue ich mich, dass ich mal wieder hier eingeschaltet habe bei SimCity 4. Unser großes Hauptprojekt geht weiter, also unser Hauptstadtprojekt. Und ja, wir sind dabei hier unsere... Wir brauchen hier eine neue Einrichtung, ne? Wir sind dabei, unsere Hauptstadt hier weiter auszubauen, wie ihr seht. Sind bei etwa einem Viertel angekommen. Und wir haben noch hier unten den ganzen Bereich. Und wir haben noch diese ganze Flussseite hier. Oh mein Gott, das ist so viel Platz. Ohne Witz, es ist einfach so viel Platz. Und, genau, dann müssen wir jetzt aber mal gucken, dass wir hier vielleicht noch ein Monorail-Kreuz irgendwie reinmachen. Dass wir hier auch eine schöne Verbindung hinhaben. So, wartet mal dann. Ah, verdammt. So. Machen wir hier mal eine Monorail-Verbindung hin. Das am besten mal so, genau. Ah, schade. Moment. Wir müssen das irgendwie anders hinkriegen. Ah, Monorail-Kreuz, ja. Zack. Ah, verdammt. So, dann war das doch so, genau. Es geht mir zu lang hier. Aber gut. Dann ist das erstmal leider nicht zu. Schaut euch das an, das sieht so komisch aus. Ah, wobei, wir brauchen gar kein Kreuz, ne? Wir brauchen einfach nur eine Verbindung dahin. Wartet mal, das können wir doch auch anders machen. Das können wir doch auch so machen. Das können wir doch so verbinden. Genau. Und dann einfach so. Und dann so. Ja, das geht nicht ganz, aber ist okay. Das reicht dann erstmal, würde ich vorschlagen. Könnt ihr halt hier hinfahren und dann wieder nach da runter oder so. Irgendwie wird das schon klappen. Okay, aber dann können wir hier auch... genau das so machen. Oh, wir sollen wieder Steuern senken. Dann machen wir das doch. Halbes Prozent gibt es für euch weniger. Ich meine, wir haben genug Einnahmen darauf. Da, das können wir echt machen. Ist kein Problem. So, dann haben wir nämlich hier eure Station. Dann haben wir hier nochmal einen Stadtwald, würde ich vorschlagen. Ja. Machen wir hier nochmal einen Stadtwald hin. Ich bin gerade total im Tunnel hier, SimCity 4 technisch. Ist einfach gerade ein geiler Flow, muss man ganz ehrlich sagen. So, da fahren sie auch schon.
Sehr schön. Wunderbar. Da fahren sie auch schon. Ach, guck mal, wir können sogar unter der Autobahnbrücke... Unter der Autobahn Bäume bauen. Schau dich das an. Die Bäume kommen mitten auf der Autobahn raus. Es ist unglaublich manchmal solche... naja, gut. Was ist denn hier los? Pendelverkehr. Ja gut. Ihr kriegt jetzt eure Jobs. Wartet nur ab, ihr kriegt jetzt eure Jobs. Wobei, wir brauchen hier hinten noch Schulen. Oder? Ne, hier hinten ist eine Schule, aber wir bräuchten hier theoretisch auch nochmal eine, oder? Warte mal, guck mal, die Bildung bitte. Müll ist keiner da, ne? Nein. Bildung. Ah, ist noch gerade im Netz angebunden, okay. Gut, dann würde ich vorschlagen, machen wir jetzt hier Jobs rein. So, Gewerbejobs. Los geht's. Dann. 2, 3, 4. So. 4x4 und 3x3. Muss passen. So, das muss passen. Aber das ist denn jetzt wieder mit der Katze hier los, ey. Oh Mann. Naja, gut. Machen wir erstmal weiter. So. Gut. Dann machen wir hier die Allee tatsächlich bis an die Grenze. Na, zeig schon schneller die fertige Allee, bitte. So. Dann machen wir hier eine schöne Straßenverbindung rein. Wunderbar. Dann können wir hier euch noch eine neue Station geben. Damit ihr auch eine schöne Schnellverbindung dahin habt. Und dann können wir loslegen. Bushaltestellen noch und U-Bahn-Stationen. Bushaltestelle der U-Bahn kommt dann da hinten hin. So. Ah, ist zwar gerade ein bisschen wenig an U-Bahn und Bus, aber dafür gibt es ja noch andere Verkehrsmöglichkeiten, ne? So. Ah, perfekt. Perfekt eingebunden hier das Gebiet, also wirklich. Perfekt angebunden. So, dann machen wir hier nochmal so. Genau. Und dann Gewerbegebiet. So, los geht's. Bin ich jetzt mal gespannt hier. So, 4x4, 3x3. So, 4x4. Ah, wunderbar. Wunderbar, so muss das laufen. Freunde, so muss das laufen. Dann nehmen wir noch bei den Gewerbegebieten. Können wir kleine Plazas in die Lücken machen. Wow, oh ja, und hier kann noch... Ah ne, da ist schon. Okay. So. Hallo, könnt ihr mal... Danke. Achso, das ist jetzt... verdammt. Egal. Gut, haben wir hier noch irgendwas frei? Nö, tatsächlich nicht. Ah, doch, hier. Okay. Hier unten haben wir noch was frei. Ja. Okay, dann können wir mal gucken, wie viele Leute hierher fahren. Das ist schon gut, muss man sagen. So. Ja, schon schön verbunden hier. Wie sieht der Verkehr aus? Geht wieder ein bisschen nach rechts. Ah, das freut mich. Das freut mich richtig. So, was ist das jetzt hier? Gehört das dazu? Ah, das gehört dazu. Bebautes Land. Okay. Ah, gut. So, dann sollte sich euer Pendelverkehr hier jetzt eigentlich regeln. Ja, guckt. Aber die fahren... fahren alle woanders hin. Die fahren alle raus hier. Warum fahrt ihr raus? So, aber hey. Aber hey, ist das nix? Guck mal, da kommen die ganzen Wolkenkratzer raus. So, dann macht aber hier nochmal Plazas hin. So. Alles klar hier. Warum? Was ist los? Ich fahr mit dem Auto...
komplett raus, okay. Der Flughafen. Holy shit. Der ist fast. Ah! Sardinen Sims im Flughafen. Stress. Ja, bau den internationalen Flughafen aus. Boah, sehr geil. Freunde, sehr geil. Da haben wir jetzt wieder mehr Kapazität. Zwei fette Landebahnen. Was ist hier? Ja, der ist auch gut genutzt, muss man sagen. Okay. Einmal abspeichern. Es ist wirklich genial, wie das läuft. Ah, ich bin so froh. 520.000 Einwohner. Und da sprießen jetzt schon wieder die Jobs hier raus. Ah, da klingelt wieder unsere tolle Uhr. Ja, die Jobs sind tatsächlich nur noch 30.000 mehr. Okay, das passt doch. Passt saugut, Freunde. Okay, wir sind bei einem Viertel. Sehr schön. Also ein Viertel quasi des Projektes ist vorbei. Das ist doch geil, dass wir jetzt hier noch so einiges zu tun haben. Finde ich sehr gut. Finde ich echt cool. So, was können wir denn hier jetzt noch reinmachen? Schön. Da können wir tatsächlich Gewerbe reinmachen, ne? Können wir theoretisch. Shops reinmachen, ja, stimmt. Aber, wartet mal. 3x3, 4x4. So, dann hier jetzt auch nochmal. Ihr kriegt ja da eure schöne Monorail-Anwendung. Ganz genau, ey. Das passt alles so passgenau perfekt hier rein. Das ist gemütlich. Das ist einfach gemütlich heute. Ah, wunderbar. Ihr könnt euch ja noch erinnern, ne, was wir für Probleme hatten in diesem Spiel. Mit der Nachfrage. Das war wirklich krass. Aber das Ganze hat sich jetzt, würde ich sagen, relativ gut eingependelt. Würde ich sagen, ne? Wie? Ja, was macht ihr denn für komische Sachen? Macht doch ein 4x4-Gebäude hier hin. Ja, danke. So, so, wie kommt ihr denn hier hin? Arbeiter 0. Oh, was ist das denn für ein schickes Gebäude? SG Fairfield Inrow. Ah, guck mal, da kommt ein neues Hotel. Sainsbury Urban Grocery Store. Also ein Supermarkt. Ja, die kommen von hier. Ah, okay. Und mit Bus. Uiuiui. Mit Bus von hier. Okay. Interessant. Und warum? Was ist mit euch los? Verkehrsgeräusch hoch, Pendelverkehr mittel. Ah, ihr wollt wahrscheinlich mehr Grünflächen haben, ne? Oder Bäume? Wollt ihr Bäume? Ihr wollt wahrscheinlich mehr Bäume haben oder so. Bäume. Ja, das sind Bäume einfach. Okay. Na, alles klar. Das passt aber. So, dann können wir noch ein Gebiet erschließen. Das ist kein Problem. Es läuft gut. Es läuft einfach so gut. So genial. So genial, Freunde. Einfach ein Motorwellkreuz hier schön hinmachen. So. Dann können wir die auch bis zum Ende ziehen, direkt. Da würde ich nämlich auch dann Gewerbeflächen hinmachen. So, ebenerdig. So. Und dann... Das war ein bisschen zu viel. So, genau. Und dann hier direkt wieder hoch. Ah ne, das war doch nicht so viel. Schade. Ein bisschen mehr Platz müssen wir dem Ganzen schon lassen. Okay. Ah, okay. Ah, gut. Dann machen wir das so. Ja, alles klar. Ah, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ui, was ist das denn? Das sieht ja geil aus. Vetarox. Ja, machen wir mal Denkmalschutz. Das sieht ja richtig cool aus hier. So. Das ist richtig gut. Ich freue mich einfach. Ich freue mich einfach, dass
alle Werte fast gut sind, außer die Umwelt und der Verkehr. Aber gut, Umwelt ist ja schwer komplett clean zu halten, aber ihr seht's, ne? Also die Luftverschmutzung ist wirklich noch okay. Also Wasserverschmutzung haben wir auch keine, ja minimal hier unten. Aber gut, Müll haben wir nix. Ich guck mal die ganzen Sachen an hier. Bildung haben wir... warum ist das hier wenig Bildung? Warum seid ihr... Oh, Kriminal... Oha, was? Was? Kriminalität Mittel. Nein, jetzt wieder gering. Okay. Verschmutzung. Ja gut, hier ist ein bisschen was blöd. Wartet mal, können wir hier vielleicht Grünflächen hinmachen? Können wir! Sehr gut. Ach, Quatsch, was mache ich denn? Ah, reicht schon. Reicht schon. Okay, reicht schon. Ach gut. Okay, Verschmutzung ist dann dementsprechend auch Mittel jetzt. Okay, ah. Aber die Bildung hier, die macht mir ein bisschen Sorge. Was seid denn ihr für ein Altersdurchschnitt? Mittelalte Leute. Hm. Oh ja, kein Plan. So, nochmal speichern. Dann ziehen wir jetzt nochmal kurz hier nochmal Wohnung hoch. So, hier richtig schön. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das passt nicht wegen dem Monorail-Kreuz. Ja, das ist jetzt schade. Aber hey, sollte doch noch bei den... Ja, ja, absolut. Also es sollte noch drin sein. Okay. Also in den Einrichtungen meine ich jetzt. So, hier die normale Straße. Und dann können wir... Es ist immer so doof hier. Der Einbahnstraße, da muss die halt noch ein bisschen nach vorne hier. Geht nicht. Warum kann man das nicht verbinden, verdammt nochmal. Ah, ist dann ist egal. Ja, wo wir müssten dann einmal zurück. Es ist eigentlich hier. Ja, kommt. Ja, es ist eigentlich totale Platzverschwendung, was ich hier mache, ne? Aber ist okay. Ich meine, die wollen ja... Wartet mal. Die wollen ja eine grüne Lunge haben hier, ne? Deswegen. Ah, sehr schön. Können wir hier schön durch. Ah, so muss das sein. Cool. Perfekt, Freunde. Na gut. Können wir hier vielleicht... So machen und dann hier so. Genau. Gut. Können wir hier nochmal zweimal zwei Flächen. Moment, das kann man doch. Das kann man ja wohl hier. Nee, das ist von der Autobahn blockiert. Oh mein Gott. Na gut, aber nicht weiter schlimm. Okay, dann. Da einmal Bus und U-Bahn hin, da einmal Bus und U-Bahn. Achso, nee, wartet mal. Hier kriegt ihr eine Station hin. Moment. Eine Monorail-Station? Ah, wartet mal. Ja, wir können hier zwei Monorail-Stationen hinmachen. Aber da muss ich die Straßen durchziehen. Nee, macht das mal so, kommt. So, und mach mal so hier hin. So. Und das mache ich jetzt noch, das neue Wohngebiet. Und danach werde ich dann Schluss machen für heute. Es ist schon sehr lange aufgenommen, muss man sagen. So. Gut, dann machen wir hier weiter mit der Grünfläche. Ich meine, die stehen ja drauf. Also, die stehen ja so krass auf Grünflächen.
dann sind wir halt so einer, der eine grüne Lunge hat. So, ist doch alles legitim. Zack, 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 zack. So. Schön mit einer U-Bahn verbinden alles hier. So. Alles unterirdisch verbinden. Wow. Dieses Verkehrsnetz. Ich bin begeistert. Ich glaube, ich bewerbe mich als Stadtplaner irgendwo. Nein, das wird im Chaos enden. Absolut nicht. Okay. Gut, dann machen wir jetzt hier noch das hier. 4x4. 4x4. Da könnt ihr hier genau... Oh, sehr gut. Sehr, sehr cool. So. Machen wir euch hier auch nochmal eine Station hin. So. Zack. Zack. Und zack. Ah, das sieht cool aus. So. Dann machen wir Wälder. Genau, Stadtwald. So. Jo, genau. Sehr cool. Ach nö. Kein Geschenk. Bitte kein Geschenk. Schade, jetzt kommen die Geschenke wieder. Na ja, gut, liebe Freunde. Ah, Moment, ich wollte gerade die Folge beenden, aber hier ist nochmal... Da oben schon wieder. Hier sehe ich auch noch ein paar Felder, wo wir Grünflächen reinmachen können. Da sehe ich... Ach ja, hier ist ja noch jede Menge. Jede Menge Platz. Wartet mal. Dann machen wir das so mit den kleinen Ärztezentren. So, dann müssen wir es erstmal so regeln. Ich weiß, dass es nicht die effektivste Methode ist, aber das ist mir gerade ein bisschen zu müßig, da jetzt nochmal einen Platz für ein neues Krankenhaus rauszusuchen. Deswegen. Dann jetzt, aber lasst mich doch mal hier. So. Gut, erste Zentrum, kleines. Die sind das, ne? Ihr seid das. Ja, ja. Streike des Pack. Nein, ihr kriegt ja schon Unterstützung. Oh ja, oh ja. Aber ich würde eigentlich schon ganz gerne, dass das jetzt ausreicht. Also... Langsam ist mal gut, Leute. Reicht jetzt, ja? Oder wir machen wieder unseren Trick 17, reißen es ab und stellen es neu auf. So, dann sollte sich die Last eigentlich hier auf die Kleinen verteilen. 4000. Es ist so krass. Aber hey, sie haben aufgehört zu streiken. Das ist unser Trick 17. Alles klar, Freunde. Geschenk. Mann. Warum kommt da nichts? Warum kommt da nichts? So. Hä? Warum? Was ist hier los? Warum kommt hier nicht... Polizei ist da... Feuerwehr? Ist da Bildung? Ah, wir brauchen neue Schulen hier. Ja, ich mache das lieber jetzt noch, bevor wir das vergessen beim nächsten Mal. Bevor wir das vergessen, weil das ist wichtig. Wartet mal so, genau. Eine Grundschule, eine weiterführende auf jeden Fall. Frage mich jetzt halt, ja, wohin? Ich mach das so hier hin, genau. Dann ziehen wir hier eine Straße. So, Bildungseinrichtungen sind da. Krankenhaus hier unten ist auch da. Daran sollte es nicht liegen. Gut, Freunde. Da würde ich einfach mal sagen, jo. Dann jetzt aber, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da.
und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen, erzählt jetzt gerne weiter den Kanal. Und ja, wenn ihr mal Bock habt, ein bisschen privat zu quatschen oder so, in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu meinem Discord-Server. Und wie gesagt, wie wir weiterbauen, sind wir dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, dann würde ich sagen, schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.